Gegrilltes Tokotoko. Ich gehe erstmal direkt ins Eisengebiet, weil ich direkt das Eisen holen gehe. Da habe ich welche reingepackt in Farm. Oh, leckt das hier, warum leckt das denn hier? War hier noch keiner? Was ist denn hier los? Doch, ich war da eben. Warum leckt das denn hier gerade so? Hä? Weil die Tiere hier sind und sammeln und hier so. Ach, weil hier so viel Stuff rumliegt. Das ganze Zeug mal einsammeln. Das gibt's ja nicht. Wird dann besser gehen. Das mit der Kanone, mit der Ich hab übrigens gerade eine Idee gekriegt. Ja, wahrscheinlich ist es. Geht schneller, das Ding leckt sowieso nur. Ja, guck mal, jetzt ist es schon ready. Wie du so einfach da so vorbeiläufst. Ich kann das gar nicht. Ich muss nur mal aufpassen, dass ich nicht zu viel nehme. Wie viel Gewicht hast du? 4000. Das ist laut hier, ey. Die Kanone ist so buggy, ey. Meiner nicht. Ja, mein Ignis ist tot wegen hier. Ich habe hier eigentlich hochwertige Barren machen oder wir müssen eigentlich die anderen Barren haben. Wir brauchen große, also ganz. Warte mal, welche brauchen wir? Für den die brauchen Papa. Wir, glaube ich, ganz große. Ich werde einfach mal ein bisschen Metall mitnehmen. Warten wir uns kurz. Wir brauchen doch Holzkohle. Die ganz großen Barren müssen wir bei uns zu Hause machen. Umgebaut? Wo? Zu Hause. Ich hab nichts umgebaut, warum? Ja, guck doch mal, das sieht anders aus hier. In dem Hauptgebiet oder was? Haupthaus oder? Ja, ja, Haupthaus. Ja, wir waren doch gerade eben erst da vor ein paar Minuten. Also ich finde, das sieht hier gerade ein bisschen anders aus. Vielleicht baut wieder Kim. Ist es offener geworden? Ich guck gleich mal. Auch Hallos. Hallo. Polymerplatten und Carbonfasern fehlen vor allem. Wir brauchen die für was? Was brauchen wir dafür? Zum Reparieren. Ne, was brauchen wir dafür? Palöl. Hat ein Händler von uns, also wenn wir Geld ausgeben, kriegen wir es recht schnell. Kann ich machen, ich habe ein bisschen. Wir haben ein, also ich habe den eingepackt, eingetütet, in der Dingspace. Na, Zuchtbase, jetzt hab ich's. Kannst du rein zufällig den Venwurm Christsattel? Weiß ich nicht, muss mal gucken. Oder hab ich den schon? Warte mal kurz, ich guck mal. Nee, den hab ich nicht gelernt. Hab nur den Venwurm Sattel. Und den Jormund halt. Ich guck gerade mal sowas. Hallo, für Wasser. Hallo Honi. Hallo Waffel. Heidi, habe ich dir schon Hallo gesagt? Wie sieht's eigentlich? Ich habe gar keine Wassertiere. Ich auch nicht. Irgendwie nix. Ich hab nur den German Tide. Sonst habe ich, glaube ich, gar kein Wasserviech. Aber Eis geht doch auch, oder? Nee. Eis ist total schlecht sogar. Gegen Feuer? Ja.
Oder ist das, warte mal. Ich guck mal. Regionen, Survival Guide. Fahrtypen. Ja, Feuer ist gegen Eis stark. Ja, wartet. Wo kann man es nochmal sehen? Du gehst in Survival Guide, ja. Auf ganz runter, glaub ich, dann Survival Guide und dann recht weit runter. Hast du da Elementartypen? Hm. Ah ja, okay. Wasser. Nur Wasser gegen Feuer, ne? Feuer ist irgendwie gegen zwei Sachen gut. Ja, gegen Gras und Eis. Hm. Eigentlich klar. Was für eine Frage eigentlich. Eis, Feuer. Mhm. Nimm ich den mal wieder. Habe ich schon ein bisschen hochgelevelt. Den wollte ich eigentlich zum Fliegen nutzen. Ich hätte da glaube ich auch. Was für Eisenbarren soll ich denn hier mal schmelzen? Ich habe da welche reingepackt schon in der neuen Bank da, in der großen. Nee, also du bist bei der kleinen. Ja, hochwertige? Ja, hochwertige denn, ja. Oh. Mann, ich muss echt gucken, was man so nehmen kann gegen den, also was ich habe. Vielleicht Schatten wäre auch nicht schlecht, das ist ja neutral dann gegen den. Ich habe 150 Pfahlöl gerade gekauft. Ah. Oh, Pleite. Warte, ja, nee. Das kann ich ja hier auch machen. Haben wir auch hier Platz? In der Zuchtbase läuft ein roter rum. Der heißt auch Händler mit Pfahlöl und so. Ich habe zweimal fahrende Händler hier bei mir. Ich nehme mal den, mal gucken, was der so hat. Hallo, was haben Sie? Essario, dankeschön. Nee, Kessario. Kaufen. Pfahlöl hat mir gesagt. Der hat das nicht. Gefügigkeitsdroge. Ich habe keine Ahnung. Die Gegner kommen hier. Incineram, Noct unter anderem. Und Udidinus. Hast du Hilfe da? Nee, ne? Ich bin da nicht. Ich stelle uns gerade Zeugs her. Okay. Ach, das wird schon gehen, oder? Wird schon klappen. Aber irgendjemand schießt hier. Ich habe hier. Coffee. Ich könnte Flintenmunition kaufen. 220 pro Stück. Ja, pro eine. Hm. Bisschen teuer, ne? Da hol lieber Öl, dann machen wir uns selber welche. Oder entscheid du. Also ich finde es zu teuer. Ja, es ist zu teuer. Ich habe auch nicht mehr so viel. Ich habe ja letztes Mal schon ausgegeben. Ich sehe gerade, dass ich gar nicht mehr so viel habe. Die Musik geht mir manchmal so auf den Nerv, wenn die immer die ganze Zeit läuft, ne? Wo wird gekämpft? Bist du hier noch Hauptbase? Ja. Kannst du deinen Germantide Ignis mal in die große Schmelze hier schmeißen? Aber natürlich. Ja, beinahe ist doch tot. Boah. Ja. Hühner an die Macht. Was sind hier so komische Geräusche von sich? Der Rumbo.
Achso, was brauche ich denn eigentlich zum Reparieren? Hast du deine Shotgun nicht kaputt? Meine ist echt fritzig. Doch, meine ist schon so gut wie kaputt. Ich brauche noch Polymer und Carbonfasern. Carbonfasern brauchen wir noch. Da bin ich aber gerade am Machen gleich. Wir brauchen hochwertiges Walöl. Jemand hat meine Anubis rausgeholt. Ich möchte aber jetzt gerne wissen, wo die sind. Da sind sie. Okay. Und meine Kuchen? Ich habe hier nichts angefasst. Ich habe nur bei mir da. Egal. Jemand hat meine Anubis rausgeschmissen und die Kuchen genommen. Dann tue ich mal ganz kurz meine Anubis raus. Wieder reinpacken. Weil dann nehme ich dann, wenn hier jemand irgendwas arbeiten soll, dann gucke ich, dass irgendwelche flinken Fuzzis hier arbeiten. Ich habe so ein paar fleißige Fuzzis auch bekommen. Fleißig. Wo sind sie? Ich weiß es nicht, was. Die Musik ist ja normal, wenn die Musik läuft, weil wir haben ja gerade einen Angriff gehabt. So, hier ist ein Workaholic, der kann mal laufen. Workaholic. Motivationscoach haben wir auch noch dabei. Aber der ist ein bisschen verfressen, aber der kann laufen. So. Die Wachen. Echt? Ich habe keine minderwertige Munition mehr? Doch, im Schrank. Ja, also habe ich, das heißt, dass ich sogar... Hier ist minderwertige Munition, 125. Ja, ich hatte gerade eben... Vielleicht hast du es gesteckt. Das wird schön zu sein. Weggeschossen. Leder fährt auch schon wieder. Ja, wir haben glaube ich nur drei. Irgendein Paar hat kein Bett. Wurde irgendwas umgebaut? Dann baue ich mal schnell ein Bett irgendwo hin. Ja, das, was ich meinte. Hm. Das war B-Bauen, ne? Apropos, hast du die Taste umgestellt? Die Taste umgestellt? Drück mal bitte Escape. Warte. Dann gehst du auf Option, dann wieder Option, dann auf Spieleinstellungen. Ja. Dann hast du ganz unten Halt zum Interagieren umschalten, mach das mal an. Und das wäre? Dann musst du nicht die ganze Zeit F gedrückt halten. Für? Dann kannst du nur einmal F drücken und dann macht das alles automatisch. Oh, das ist fein. Ja. Ist auch so eine Neuerung. Das ist feini. Du müsstest jetzt deine Dings reparieren können. Die was? Deine Shotgun. Oh ja, cool. Sei denn, es fehlt schon wieder irgendwas. Ja, Carbon. Carbonfasern? Und Polymer. Wie viel Polymer? Einmal vier und einmal ganz viele. Einmal Carbonfasern, fast 50. Ich kann aber welche herstellen, Carbonfasern. Mache ich jetzt. Nicht die Steinkohle nutzen. Warum? Weil die Steinkohle selten ist. Wir machen da. Achso, Drummond-Type bitte hier hinten hin. Ja. Machen wir uns jetzt mit Holz. Davon haben wir eh genug. Mhm. Machen wir uns davon die Holzkohle und daraus können wir auch Carbonfasern machen. Hm. Was meinst du, ist hier was umgebaut worden? Ja, hab ich doch gesagt. Wo denn? Ich weiß zwar nicht, wer es hier Dinge tut, aber ich halte mich da einfach. Nein, wo ist was umgebaut worden? Direkt der Anfang sieht doch schon anders aus, oder nicht? Fenster? Ja, bin ich besoffen. Sah doch vorher nicht so aus, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Doch, sah genauso aus. Meine ich, Chat? Sieht hier irgendwas anders aus? Ich bin. Kann man jetzt eigentlich springen auf der Ja, kannst du umlegen.
So, jetzt mache ich das wieder. Ich muss richtig springen. So. Endlich Maustaste springen. Oh, Maffel, danke schön. 7 Monate. Prost! Heute habe ich mir wieder, wie heißt es wieder? Apple und Green Tea gemacht. Prösterchen. Mit schön eiskalten, was nicht mehr eiskalt ist. Ja, uns fehlt aber das Palöl noch, Dex, ne? Ja. Ja. Nein, ich habe noch ein bisschen Geld. Ein paar kann ich noch kaufen. Nee, welcher Händler war das denn nochmal? Wo ist der? Zuchtbiss. Der in grün? Weiß ich nicht welcher. Einer von denen. Prost. Steht drüber, wie er heißt. Ach so, dunkel. Wenn jetzt. Beide, was du hast dich verschluckt, verlachen. Warum? Oh, wir müssen ja schlafen. Ach, Mensch, ist ja noch Nacht. Ich kann jetzt nichts kaufen. Die Typens hier. Typens. Wir können eigentlich mal hier Katzen mal in so eine Farm schmeißen. Ganz viele Katzen, die sollen ein bisschen Geld machen für uns. Das ist aber nicht viel raus. Das ist doch total unnütz dann. Weiß ich nicht, wie viel man rausbekommt. Ich hab's noch nicht gemacht. Nicht wirklich viel. Wenn du Glück hast, kriegst du mal 50. Na gut, dann gehe ich mal ganz kurz woanders das Klauen hier. Ich klaue das aus den Tieren, das Palölski. Ja, Marmorrest. Ja, oder die üblichen Verdächtigen, die ich mal mache. Oder das. Aber die gerade bei Nacht sind die ja nicht da. Jetzt muss ich drücke die ganze Zeit die Sprungtaste zum Hochfliegen und dann. Ach nee, da war ja was. Umgestellt. Hm. Aber Nacht ist doof. Sollen wir allen mal sagen, sie sollen schlafen? Ah, nee, ich habe gerade überlegt. Ne, guck mal, ist doch gerade. Jetzt in ein paar Minuten. Ein paar Sekunden. Da sieht man schon. Irgendwo kommt die Sonne bestimmt schon raus. Sonne da. Well, sie werden ja. Svenja. Ja, wie geht's eigentlich, Svenja? Hast du mal was gehört von Svenja? Momentan nicht so viel. Svenja. Die singen extra für Svenja. Ah, Svenja. Wo bist du? Sag doch was. Da kommen sie. Da liegen sie. Genau die will ich haben. Wo hat denn jetzt geschossen? Ich muss mal hier die Schüsse von dem ändern. Ich fange mal. Geh mal kurz das Boss Marmorrest verkloppen. Ich brauche die sowieso noch zum Züchten. Festungskommandant. 5 Palöl. Wie viel brauchen wir? Weiß ich nicht, du musst das wissen. Chat, mach doch mal Ramazamba in den Chat. Chat, mach mal Dinge. Ja, ich mach hier, der Chat explodiert und macht und tut. Was haben dir denn die getan? Ach Mensch. Was los? Mein Jormantide hat gerade statt dem Boss Marmorrest anzugreifen zwei kleine, Gumos gekillt. Du meinst, Dittos mit Hut. Genau. Die Dittos mit Hut. Immer wenn es kurz leckt, dann. Shiny. Warum hat der Shiny so einen Wasserball? Was für ein Shiny ist es denn? Creamy. Chat, mach mal Wurst. Gefangen. Außergewöhnlich und positiv bedanken. Oh, da. So, jetzt ist das Marmorrest dran. Boah.
verfressen und Angsthase. Ich glaube, die haben wirklich immer verfressen. Ja, die sind immer verfressen, aber auch noch Angsthase dazu. Warum? Warum nicht noch schlechter, bitte alles? Hm. Wurst! Ich habe gerade ein bisschen Hunger auf Wurst jetzt. Gedacht. Der schönste Moment, eine Wurst, die Wurst aus dem Wasserglas dazu rauszuziehen. Und der Tag ist versüßt. Verwurstet ist er denn? Dann ist mir alles Wurst. Bin mal gespannt, wann irgendwann mal Twitch kommt und sagt, na, du hast das Zauberwort nicht gesagt. Mit den Würstchen kommst du ja nicht so weit, mein Lieber. Aber bedenkt, dass es Leute gibt, die viel schlimmer dran sind. Ich fand das, also das von Benny, das Emoji, Biene mit Tanga, der Bienenpopo. Der Bienenpopo, ich fand das... Den ich denn angezogen habe. Fand ich sehr unter aller Banane. Warum spawnen hier keine? Achso, ich kann jetzt wieder in die Base zurück. Stimmt, ja. Da war ja was. Oh, hallo Mozzarinas. Mozzarinas müssen wir fangen. Oh ja. Oh nein, ich wollte werfen. Oh Gott. Ich will nur werfen. Komm her. Ja. Leck gerade. Was ist leckt? Oh ja, da hinten. Ja. Bleib drin. Grufti. Will sie weglaufen von mir? Nein. Rudi, was ist denn das für ein hüpfendes Ding? Was auch immer ist. Motivationscoach, dann ist gut. Dann macht mehr Milch. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Meinst du? Check. Ja, Reparation. Oh, ich sehe gerade, denn mein Helm, den ich anhabe, ist ja noch so ein Müllteil. Was denn hier gemacht? Quick, quick. Er schlachtet die Creamies. Der schlachtet die mit der Pistole in der Hand. Guck mal. Der haut die mit der Pistole tot. Der ist voll gestört. Und das ist die Frage ist, warum tut er das? Wegen Wolle. Ach, wegen Wolle. Nee, alle anderen sind auch dabei. Wir sind gerade eben, Muffel, wir waren gerade in den Bossfights. Und da hatte, gleich wieder hingehen. Da hatte ich keine Lust gehabt, das ganze Quatsche dazwischen zu haben. Deswegen sind wir dann in einem anderen Channel. Wir gehen gleich wieder in das Chaos rein. Macht euch da keine Sorgen. Ah, guck mal, freut sich. Da? Ja, Hier wird Munition übrigens gerade hergestellt, auch für dich mit. Oh. Mach ich natürlich sofort mit. Oh, Entschuldigung. Ich wollte natürlich nur helfen. Kannst loslassen denn, ne, wenn du einmal gedrückt hast. Ja, stimmt ja. Cool. Da kann ich hier wieder... Ist mehr. Für sowas ist das gut. Ich habe ja zugeschickt bekommen von Karneval in Deutschland. Oche Alaf. Nimm raus. Ja, mach ich sofort. F. Sorry. So, Schießpulver würde jetzt fehlen. Für die Leute, die nicht wissen, was Oche heißt. Aachen. Oche. Aachen. Aachen. Oche. Aachen Alaf. Alaf sagt man als Karneval in Aachen. Bei den anderen sagt man Hello und dann sagt man, was sagt man noch? Hello? Ich liebe Printe. Oh, nie gegessen. Aachener Printe ist so geil. Riech mal, guck mal. Geil. Fernseher riecht bitch. Das versteht man. Aber geil sehen die schon aus. Geil sind die. Ich liebe Aachen. Aachener Printen. Boah. Mmh.
Heidi, du musst aber mal Karneval mit richtigen Leuten feiern. Nicht Party hoch 3 oder sowas, das ist doof. Nee, gemütlich und gechillt. Na klar, Party. Ja. Was denn? Gerade schreibt Muffel, wenn man auf dem Stand von YouTube ist, ist es sehr lustig zu sehen, wie weit ihr hier seid. Muffel, geh raus. Habt ihr schon ein paar Pals schon gesammelt oder wollen wir die einfach? Stimmt. Ich habe ein paar gesammelt, aber ganz wenig nur. Und ich wollte gerade was kaufen gehen, deswegen habe ich es vergessen. Palöl haben wir doch jetzt. Ich mache uns jetzt noch ein bisschen Muni. Mach das. Ich gehe trotzdem. Nee, ich kaufe das nachher. Sonst wird das nachher verbraucht von irgendwelchen anderen Bildern. Wenn du ein Anubis in der Tasche hast, schmeißt das hier mal mit dran. So, voll. Nee, habe ich nicht. Du hast nur jetzt, es helfen 3 Anubis, ist okay. Geil. Dodo, dieser Hut, ne? Super geil. Das sieht jetzt richtig cool aus, wie alle geholfen haben und hier so eine riesengroße Liste war. Ja. Ach, das ist meine. Nein. Hör auf damit. Ja, ich will noch nicht mehr absteigen, aber der macht die Attacken. Ja. So. Nein! Bleibt jetzt mal alle drin hier. Keine Kontrolle über meine Viecher. Boah, die schmecken so geil. Hey, es ist keine Einladung, weil ich leider hier bei mir keinen Karneval feiern. Deswegen kann ich keinen einladen hier. Wer war denn von euch schon mal in Aachen gewesen? Wer in Aachen gewesen ist, der weiß ganz genau, der ist dann bestimmt beim Dom gewesen und dann habt ihr euch... Von wem sind die? Ich. Mein. Alter, scheiße, hab ich einen Mumm. Falschen Tasten. Dann ist man beim Dom und beim Dom kauft man immer Aachener Printe. Was tust du da? Ich habe genau gehört, dass du das tust. So. Ein Geräusch für die Götter, ne? Okay. Weg mit dem Zeugs. Irgendwie viel zu viel Zeugs in meiner Tasche. Haben wir. Keine Ahnung, was nehme ich denn mit zum Fight diesmal? Ich muss hier wenigstens nochmal leveln, bevor ich irgendwie losgehe. Bringt ja alles nichts. Wenn du verständigen, was ich mengen. Mein Freund. Ich will schon, ob du mengen. Ich gehe mal in den Dungeon kurz, oder? Was hältst du davon? Ganz kurz nochmal so ein bisschen leveln. Feuer-Dungeon. Das ist aber eigentlich besser, wenn du Pals fängst, ne? Das weißt du. Ja. Das Leveln. Also da kann man vielleicht noch was finden oder so. Ein Boss oder so. Also, dann würde ich aber, wenn wir den Feuerdings machen wollen, in den Eis-Dungeon gehen, oder? Oder Eis, wo wollen wir hin? Eis gibt's Feuer? Wasser? Ja, Eis oder Wasser. Ja, du kannst da ja im Eis-Dungeon zum Beispiel auch einen Suku Aqua finden. Ja, das wäre... Den hab ich ja immer noch nicht. Gehen wir wohin? Ewige Eissee? Da oben? Okay. Ich bin oben hin. Okay, dann wir müssen ja sowieso so ein Ding suchen. Also dann... Ich gehe mal auf eine andere Stelle. Hm.
Ich liebe Printen. Ich freue mich dann immer, wenn ich mal welche zugeschickt bekomme. Was für ein Ei warst du? Das will ich nicht. Bei mir kommen nur noch Jumbo-Eier in die Tasche. Oder Riesen-Eier. Man könnte sich ja auch eine Leylin mitnehmen. Das wäre ein normales Ei, ne? Kann Wasserangriffe, glaube ich, angreifen und die kann heilen, wenn man mal zu. Aber wir hatten ja eigentlich. Also ich hatte keine Probleme mit Schaden gehabt. Aber. Wehgetan. Was mir wehgetan hat, war die Zeit. Die Zeit! Pistolen, Munition. Du hast übrigens keine zweite Waffe gehabt, habe ich gesehen. Du warst danach mit dem Bogen unterwegs. Nimm doch deine Pistole, die ist doch gut. Ich habe keine Pistole. Dann bau dir eine Pistole. Pistolenmunition haben wir immer in der Tasche. In der Kiste, weil die kriegst du ja überall in den Kisten. Und die Pistole ist für so minimalen Schaden ganz gut. Würde ich mir irgendwann das Sturmgewehr halt machen wollen. Okay, dann. War ja ein Bauplan, aber das ist ein bisschen teuer. Ich wollte gerade sagen, dann gehst du aber dann wieder zur nächsten Stufe. Ich habe jetzt die Muskete, weil die ja nicht teuer war. Und deswegen meine ich, dann nimmst du die Pistole noch in die Tasche, dann hast du wenigstens noch so eine Zweitwaffe, womit man eigentlich auch super guten Minimalschaden machen kann, wenn du mal irgendein Tier runterballern möchtest für kurz. Kein Dungeon. So ein Sprung? Krass. Was ist ein Sprung? YouTube bist du Level 25 und hier halt 44. Ja, wie ich schon gestern gesagt habe, warum, ihr habt mich ja alle gefragt, warum wir nicht mehr Palworld streamen. Dann habe ich euch doch gesagt, wir haben viel zu viele Streams noch, die ich noch schneiden muss. Wenn das Palworld Update kommt, dann sind wir noch irgendwo, keine Ahnung, beim Early Access oder sowas. Der ist eigentlich ganz cool zum Kämpfen. Oh, der ist auch icy hier. Und Sherry Aqua wäre doch vielleicht auch eine Idee. Und Sherry Aqua. Und gibt es ja zum Beispiel einen Boss. Und Sherry Aqua. Hat einen Dungeon gefunden. Ich überlege gerade, was ist Bon Sherry Aqua? Dino, der große Langhals. Langhals. Bei mir ist ein Dungeon. Ich bin unterwegs. Bon Sherry Aqua. Ich spreche im Kettchen. Auf der Karte? Ja. Guckst du. Warte mal, selber kurz finden. Links neben unserer Base. Hauptbase. Ah! Nee, wo bin ich? Wo ist die Base? Ah, die habe ich doch. Genau. Die ist Aqua, okay. Aqua, ja, Wasser. Können wir einfach ein paar Mal machen, dann gucken wir mal. Man kann es immer versuchen zu fangen, wenn ein guter dabei ist. Aber jetzt machen wir erst Ledungion, ja? Ja, ich würde mich jetzt endlich mal richtig drehen wollen. Aber ich drehe mich die ganze Zeit. Ich habe mich jetzt dreimal gedreht von viermal. Und einmal dreimal falsch. Jetzt geradeaus. Nein, dann nach links. Ja, ich war noch was. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas finde. Wie Kisten oder so. Ah, jetzt geradeaus nur. Ich muss wieder ein Stück links drehen. Njam, njam, njam. Ich habe noch Jetzt geradeaus. Schluck auf von der leckeren Yummy-Yummy-Pizza. Zwiebelpizza. Ja. Weiter links. Ja, ich wollte gerade noch ein Ei holen. Also. Ein Jumbo-Ei nochmal mit. Ein Jumbo-Ei. Ich habe irgendwie gerade wieder Bock auf Hand. Ja, weil die Runden. Oh, gefroren ist mir hier. Die Runden waren zwischen sehr gut und sauschlecht. Aber wir hatten doch mehr sehr gut und gut. Ja, sehr gut und gute Runde. Und das ist einfach überwiegend. Auch wenn du mal 10 Runden schlecht hattest und eine sehr gute, dann ist das. Fühlst du dich wieder gut? Ja, ich fand die Runden richtig gut. Ist hier auch ein Dungeon hier vorne?